2 Multiplayer, jetzt mit dem Camaro Z28 Performance, der zum Performance Pack gehört, was ich mir jetzt über Weihnachten mal gegönnt habe für ein Apple und ein Ei. Wegen Steam Sale und so. Den könnt ihr euch jetzt auch holen. In Stufe 2 hier. Also könnt euch drauf bewerben, sagen wir so. Üblich halt, ne? Ein Auto pro Stufe könnt ihr mir nennen. Oder aus einer Stufe mal 2 und auf eine andere verzichten. Ist alles kein Problem. Und dann werde ich dann so alle 10 bis 14 Tage auslosen, wer denn welches Auto bekommt. In der Zwischenzeit bin ich erstmal 12. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich den Wagen jetzt hier fahre, überhaupt. Mal gucken, was das wird. Immerhin habe ich schon Platz gewonnen. Aber er klingt auf jeden Fall sehr witzig. Wow. Das ist Hardcore übrigens hier. Bislang ohne größere Probleme so weit durchgekommen. Noch keinen gerammt hier. Ist schon ganz gut. Gefällt mir. Kommt aber gleich. Dann bin ich bestimmt gleich kaputt. Okay, naja. Zumindest keinen getroffen. ...2000 Meter und noch 4 Minuten, yay! Oh, fährt sich bis jetzt ganz angenehm, der Wagen. Uah. 7. Da ist wohl einer auf der Strecke geblieben. Im wahrsten Sinne. Ja, haut euch mal alle weg. Na. Okay, und wieder Platz gut gemacht. Ah! Er muss natürlich genau da stehen, wo ich langrutsch. Schön drauf genagelt. Wunderbar. Nicht in mich rein, nicht in mich rein. Ah, verdammt. Bleib doch nicht hängen, du Scheiß. Ah, so ein Dreck. Okay, 2 Leute haben ihr Fahrzeug zerstört. Wahrscheinlich wieder beide hinter mir, so wie ich sie kenne. Na. Aber noch irgendwie keine größeren Beeinträchtigungen der Fahrfähigkeit beim Auto. Habe ich zumindest nicht das Gefühl. Okay, jetzt zieh vielleicht ein ganz kleines bisschen nach links. Aber das kenne ich eigentlich noch schlimmer, so nach so einem Einschlägen. Besonders der auf den stehenden Nismo vorhin. Hat eigentlich immer gerne mal ein komplett defektes Rad zur Folge. Sehr gut. Gerade mal so gekriegt. Okay, doch, keine scharfe Kurve. Hä? Oh, hä? Wo sind wir hin? Boing. Komisch. Naja, 2 Minuten noch knapp. Fast 9000 Meter geschafft. Aber ich muss sagen, der Wagen macht so echt Spaß. Ist wahrscheinlich nicht das Optimum in der Klasse, aber er macht Spaß. Vielleicht knacken wir die 10.000 und ich bin immer noch 6. und nach vorne ist nichts zu sehen. Und hinten im Moment auch nicht. Grüne Ampel, das ist schon mal gut. Überall grün. Die grüne Welle. Ha, 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 ha. Oh, da war gelb. Gelb. Zu früh eingelenkt. Oh, da ist rot. Nicht gut. Oh, jetzt zieht er ein bisschen mehr nach links, muss ich sagen. Ah, die Kurve ist tückisch. 30 Sekunden Countdown. Landamplan war natürlich hinter mir. Damit ich auch ja nicht noch einen Platz gut mache.
Hey, da war einer. Hey, hey, hey. Kommt der, juhu. Naja, besser als nichts, würde ich sagen. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Schluss. Und ich werde gleich in die Mauer eingeschlagen. 2000 Meter weniger. Naja gut, ich hatte auch den einen oder anderen kleinen Hänger drin. Oder Steher, je nachdem. Wo ich dann halt mal komplett stand. Das war eindeutig zweideutig. Gut, gleich geht's weiter mit Rennen Nummer 2. Im Hardcore-Modus vielleicht. So, da sind wir jetzt in Rennen Nummer 2. Kalifornien, Stufe 4. Mit dem Bugatti Veyron von Multilappen. Und los geht's. Und der vor mir fährt nicht los, richtig. Oh. Da gehen schon wieder einige Flöten, links und rechts. Ich bin bewusst für diesen Wagen entschieden, wegen der engen Strecke. Und er hat eigentlich einen relativ guten Grip. Und ist trotzdem ziemlich schnell eigentlich. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Vor mir ist ein bisschen Gedränge. Und Vierter. Ist da nicht gerade einer den Berg hochgekrabbelt? Wo ist denn der hin? Hä? Der kann doch nicht so weit weg sein mit mal. Jungs, Vorsicht. Haltet mich da raus. Der zuckt aber ganz schön. Der Skrikis. Skrikis, wollte ich sagen. Jetzt bin ich Zweiter. Huch. Junge, du lagst. Aber das ist ihm wahrscheinlich... Oh, cool, gewonnen. Yay. Kurz vor Ziel sogar überholt. Sehr gut, gefällt mir. fünf Leute gar nicht ins Ziel gekommen. Puh. Ich hätte damit gerechnet, dass das Rennen vielleicht noch eine Minute länger geht. Oh, so ist mir auch recht. So verkacke ich es wenigstens nicht kurz vor Schluss. Gut. Ein Überraschungssieg und damit geht's gleich weiter mit Rennen Nummer 3. Weiter geht's in Brands Hatch mit dem Schlachtschiff Dodge Charger von Sogge. Schlichtes Design, aber gut. Und feuerfrei. Na, nein! Oh. Danke fürs wieder zurückdrehen. Oh, ab! Blöder Franzose, Alter. Ach ne, ist ein Russe. Alles klar. Ab. Meine Fresse. Seid ihr alle nicht ganz dicht, ihr blöden Spinne? Ja, da muss ich da genau wieder hängen bleiben. Vollidioten. Jetzt gibt's keine Gnade mehr, jetzt wird alles weggebolzt. Komischerweise habe ich gar nicht so viel Schaden genommen. Aber ist egal. Es bleibt dabei. Komm rum. Ist auch sicherlich nicht das optimale Auto für diese Strecke, weil er groß und schwer ist und ein bisschen ungelenkig, aber ist mir auch egal. Masse statt Klasse. Masse hat er genug. So, 3 Minuten 20, also eigentlich noch eine ganze Menge Zeit. Gucken, was ich da noch gebacken krieg. Diese unfähigen Franzosen. Einer ist raus.
Drift. Klappt manchmal. Aber ich muss mich immer noch ein bisschen eingewöhnen. Nach der langen Pause. So ganz drauf habe ich das ja immer noch nicht. Hatte ich auch vorher nie, aber naja, es wird langsam wieder. Oh, komm rum. Ja, nach vorne geht wohl, denke ich mal, gar nichts mehr. Auch wenn auch über 2 Minuten sind. Dreck. Da war ich ein bisschen schnell, aber es ging noch. Es ist auch keine Sau vor mir zu sehen. Ah, ist das bitter. Da weiß ich nicht mal, ob ich an irgendwen rankomme oder nicht. Also hat man ja wenigstens ein Gespür dafür, ob das was bringt oder nicht. Oder ob man zu langsam ist. Aber wenn man keine Sau sieht, Naja, wenigstens habe ich soweit keine Probleme mit der Strecke im Moment. Ah, da ist einer. Juhu! Aber ich glaube nicht, dass das was wird. Der ist ganz schön weit weg. Und mit der Kurve habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, aber... Naja. Es geht deutlich schlimmer als eben. Im Moment fahre ich sehr viel mit Handbremse, merke ich. Aber das ist bei dem Auto notwendig. Damit er mit seinem Hintern rumkommt. Oh, da ist sogar noch einer. Aber 40 Sekunden ist echt ganz schön wenig an Restzeit für sowas. Ja, bisschen verkackt. Scheiße. Naja, das ist alles der ersten Runde geschuldet, wo diese Idioten mich da weggekloppt haben. Also an den komme ich auf jeden Fall ran und mit einer Minute mehr würde ich es vielleicht auch noch schaffen, ihn zu überholen, aber... Ach, verdammt. So wird das nix. Aber das merke ich mir, Randhandplan. Du kriegst eine gebackt. Aber erst in Rennen 4. Da rolle ich durchs Bild. Yay! Ich brauchte meinen kleinen speziellen Auftritt noch. Da sind wir jetzt in Indianapolis. Auf der Grand Prix-Strecke mit 4 Runden. Wieder Stufe 1 und Camaro-Time von Wilkimis. Und Randhandplan fährt da vorne irgendwo Nissan Silvia. Wahrscheinlich den silbernen da vorne links. Ja, genau. Ja, der macht wirklich Stress, der Affe. Oh, scheinbar hat sie ihn dabei auch irgendwie erledigt. Ah, so ein Franzose weiß wieder nicht, wo es lang geht. Das ist so ein... Mann! Hol ab! Auf jeden Fall Randhandplan wegballern. Der macht nämlich nur Stress, wie es aussieht. Das war sehr gut, muss ich sagen. Da muss ich mich auch mal selber loben. Ab mit dir! Ja, da kriege ich Abkürzung zurecht, aber... Mission erfüllt. Scheiße. Naja, kriege ich noch eine Chance. Macht ja nichts. Auf der Geraden kriege ich ihn ja. Moment, 5. Na komm, komm. Ist wohl nichts drauf, eh?
Ab mit dir. Schade, hat er auch geschafft. Ja genau, er kann früher wieder losfahren, ist richtig. Ist richtig. Halte ich mich mal schön links. Und im letzten Moment ziehe ich nach rechts. Dann habe ich jetzt nämlich die bessere Linie. Hau ab. Dreck. Aber hat geklappt. Und das ist die Hauptsache. Und jetzt schnell weg. Eigentlich dürfte er mich nämlich nicht kriegen, er hat keine Leistung. Das ist nämlich das Hauptproblem bei dem Nissan Silvia. Huch, kleines Leck. Dem fehlt ein bisschen die Power. Und davon hat der Camaro eigentlich reichlich. Auch wenn bei 265 Grad Schluss ist. Ja, ist natürlich irgendwo ein bisschen ärgerlich, dass ich mich jetzt mit dem Idioten aufgehalten habe, so aus Rennergebnissicht, aber was will's machen? Muss auch mal sein. Ja, ein bisschen muss ich mich noch anstrengen, dass ich da wegkomme. Besonders in den Kurven habe ich jetzt ja im Moment ein bisschen. Huch. Mann, Strecke, da. So. Und wieder ab auf die lange Gerade. Auf dem Weg in die letzte Runde. Eventuell muss ich das Tuning von diesem Wagen noch mal ein bisschen überarbeiten. Huch. Dass er mal ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit hat. Da geht bestimmt noch irgendwas. Oh, ein bisschen Abstand habe ich wieder. So, hier wieder eine kleine Gerade. Da sollte ich ein bisschen Zeit gut machen auf ihn. Puh, da habe ich gerade befürchtet, es gibt Abkürzen, aber Glück gehabt. Und mit einigem Abstand zum ersten komme ich vielleicht gar nicht mehr ins Ziel. Na doch, das müsste eigentlich reichen. Mal so 10, 12 Sekunden brauche ich noch. Eventuell ein bisschen mehr, aber es sollte eigentlich reichen. Und Schluss. So, und gucken auf die Rundenzeit, sagt Diesel. 1,12 war er. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Und ich würde sagen, das war der letzte Rennen für diese Folge. 17.500 gibt's noch. Ein kleinen Bonus. 656, Entschuldigung. Und Gesamtverdienst natürlich. 18.156 und Level 65 immer noch, denke ich mal. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.